Peter, deine Aufgabe ist, dass du die in das Sieb reingibst. Ich gebe sie dir. Frau Schmerz? Ja. Was ist das? Hollerblüten. Was wird das? Hollersaft. Wie viele Blüten kommen in einen Liter Saft? Auf 5 Liter laut Rosenhügel-Oma kommen so 5-6 Blüten, aber je mehr man reingibt, desto besser wird er. Auf 5 Liter? Ja. Nur 5 Blüten? Ja. Das sind das aber nicht 5, das sind viel mehr. Deswegen nehmen wir mehr. Und wie viele Liter machst du jetzt aus dem? 5. 5? Ja, aus dem machen wir jetzt mal 5 Liter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, und schauen wir mal, wie es schmeckt. 1, 2, 3, 4, Leute. Das ist ja Sirup, das wird ja verdünnt. 1, 2, 3, 4, 5, das ist keine Hose, 6, 7, das ist keine Hose. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also wir nehmen einen großen Topf, weil sonst bringen wir keine 5 Liter rein. Ich weiß nicht, wie die Oma dann 5 Liter reinbringt. Was passiert, wenn das Wasser aufgestellt ist? Dann soll es einmal aufkochen, damit man den Zucker so einrühren kann, dass er sich ganz auflöst. Wie viel Zucker? Ein halber Kilo. Jetzt kommt der Essig rein. Essig rein. Da gehört aber viel Zucker rein. Jawohl. Und das wieder in die Abwasch. Das ist schlecht. Die sollen nicht runterfallen. Noch so ein süßes Zitronen-Dings reintun. So was Süßes, süß-saures. Es ist Zucker drin, es ist Essig drin, es ist Zitrone drin. Es ist alles drinnen, was süß und sauer ist. Jetzt ist es so weit ausgekühlt, dass es im Plastik keinen Schaden mehr anrichten kann. Jetzt wird es in den Plastikkübel geleert. Schaut ja lecker aus. Wie eine Gemüsesuppe. Kommen noch 2 Liter Wasser, weil ich habe es auf 7 Liter und nicht auf 5 ausgegeben.